Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Ja, heute wird es total spannend, denn eine wundervolle Botschaft und eine wundervolle Energieübertragung erwartet euch. Und wenn ihr euch oder wenn du dich für Bewusstseinserweiterung, für Botschaften der geistigen Welt interessierst, dann kannst du am besten gleich meinen Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren. Denn über die Glocke wird dich YouTube automatisch daran erinnern, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Und du kannst sicher sein, du verpasst in Zukunft niemals mehr eine neue Botschaft oder eine neue Energie. Ja, und jetzt, ich freue mich so auf das, was jetzt kommt. Denn ich habe mit der geistigen Welt mich so ein bisschen unterhalten, könnte man sagen. Und zwar ist es wichtig, dass wir uns jetzt gerade mit der aktuellen Energie verbinden. Und das ist jetzt gerade die Tage der Vollmond und beziehungsweise der Blue Mond, also der blaue Mond. Der kommt ja jetzt wirklich nicht oft vor. Und deswegen ist es so toll, dass ich heute diese Energie für euch kanalisieren darf. Und ihr wisst ja vielleicht schon, sobald diese Energie einmal gechannelt ist, also heute, ist sie dann für die Zukunft immer wieder abrufbereit da. Also die Energie aus dem Channeling wird ab heute für immer da sein. Also wir fangen die ein, weil sie jetzt gerade sehr kräftig ist, sehr dominant und wir damit dann auch viel anfangen können oder diese Energie viel in unserem Körper bewirken kann. Und ab dem heutigen Zeitpunkt, immer wenn du dieses Video anschaust, wirst du jedes Mal die gleiche Energie bekommen. Und das ist natürlich sehr praktisch und ja, eine wundervolle Sache. Ich spüre schon die Energie total hier in meinem Halschakra. Das heißt auch, dass da einiges gelöst werden wird bei euch, wenn ich das da schon so zuerst spüre. Und der blaue Mond hat ja auch so eine ganz besondere Anziehungskraft und er bringt uns ganz viel Sicherheit und Standfestigkeit. Also das ist ja, Sicherheit und Standfestigkeit ist genau das, was im Moment in der aktuellen Zeit sowieso so wichtig ist. Und von daher bin ich wirklich dankbar, dass das jetzt gerade in dem Moment heute geschehen darf. Oh, so, jetzt möchte ich mich schon mal ein bisschen einstimmen, denn die Energien werden immer stärker. Ich nehme dazu mal, ist total verrückt, aber ich nehme die Fülle und die Fülle verstärkt natürlich die Energie nochmal, aber das macht ja nichts. Oh, es wird hier immer schlimmer. Das macht ja nichts. Ich möchte ja unbedingt auch für euch so viel Energie zur Verfügung stellen, dass ihr den größtmöglichen Effekt daraus erfahren dürft. Also wir werden uns die gechannelte Meditation anhören und danach werde ich noch ein paar Worte sprechen, einfach um eventuell das, was gekommen ist, zu vertiefen, beziehungsweise das, was ich dann noch weiß, nochmal anzusprechen, damit es ja für uns alle ganz klar ist, was es bedeutet und was es auch jetzt diese Botschaft oder diese Energie für die nächsten paar Wochen für uns eine Unterstützung gibt und was wir daraus lernen können und mitnehmen können. Das würde ich dann nachher, wenn es mir möglich ist, man weiß ja nie, wie das ist nach so einer starken Energieübertragung, werde ich das dann nochmal erläutern. Ja, und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude und genieße die Energie, die jetzt gleich kommt. Ich werde mich jetzt einstimmen und ich bitte um
Schutz für dich, für mich, für uns, sodass wir in einem geschützten Raum die hohen Energien empfangen dürfen. Die Energie fließt ein und umgibt uns ganz liebevoll. So. Ich danke der geistigen Welt, dass ich diese gechannelte Botschaft nun für dich, für dein allerhöchstes Wohl überbringen darf. Und öffne meine Kanäle, verbinde mich jetzt. Einströmt die hohe Energie des blauen Mondes und sie lädt dich ein, mit dieser Energie heute in Kontakt zu treten. Und wenn es dir möglich ist, entspanne dich und konzentriere dich ganz auf dich selbst. Lasse all deine Gedanken, die du mitgebracht hast, kommen und gehen. Lasse diese Gedanken wie die kleinen weißen Wolken am Himmel einfach vorüberziehen und beginne, das Licht des Mondes einzuatmen. Mit dem Einatmen verbindet sich deine Seele mit dem Mond. Sie verbindet sich genau jetzt in diesem Moment mit der intensiven Energie des blauen Mondes. Und immer, wenn du dies tust, wenn du diese Worte später, diese Meditation noch einmal anhörst, wird sich diese Verbindung herstellen. Erlaube dir, dass diese Verbindung so tief wie möglich in dir stattfindet und öffne dein Herz, um all das aufzunehmen, was der blaue Mond für dich, für dein höchstes Wohl heute zur Verfügung stellt. Spüre, wie die Energie der Kraft in dich einströmt. Lasse diese Stärkung zu. Es ist die Kraft, durch die heutige Zeit zu gehen, all dem zu widerstehen, was dich schwächen könnte. Und es ist die Sicherheit, welche jetzt zu dir strömt, die Sicherheit, dass du, völlig egal, was im Außen geschieht, die Sicherheit in deinem Herzen trägst und das Wissen, mit der geistigen Welt verbunden zu sein. So strömt die Energie der Sicherheit zu dir. Die Mondgöttin zeigt sich liebevoll und sie richtet den Finger auf dich und die Hand und sie sagt: Geliebtes Menschenkind, ich stütze dich die nächsten Tage. Ich stütze dich immer dann,
wenn dir nach Hilfe zumute ist, fühle meine Energie. Fühle, wie die Mondgöttin dir die Energie des blauen Mondes jetzt zur Verfügung stellt, wie sie dich ausdehnt, wie sie dich erdet. Nehme diese Energie auf, so tief wie du kannst. Nehme diese Energie in deinem Herzen auf. Sie bringt dir Klarheit und Kraft und sie öffnet ein Tor. Sie öffnet ein Bewusstseinstor in dir. Das Tor der Sicherheit und der Kraft. Das Tor der Liebe. Spüre, wie die Energie einströmt. Denn diese Energie wird dich schützen. Diese Energie gleicht dich aus und macht dich stark. Die Mondgöttin legt ihren Arm um deine Schultern. Sie streichelt über deine Haare. Und du spürst eine enorm starke Kraft der Liebe. Und du spürst auch jetzt in diesem Moment eine enorm starke Kraft der Transformation. Denn es darf alles gehen, alles, was dich belastet, jede Sorge um das Wohl von dir selbst, jede Sorge um das Wohl deiner Liebsten, jede Sorge, wie es wohl weitergehen wird, wird jetzt in Liebe transformiert. Dieser Prozess ist besonders wichtig, denn es erfolgt eine tiefe Reinigung in deinem Unterbewusstsein. Und so fließt die Energie des blauen Mondes durch deine Zellen, reinigt jede Spur von Angst, nimmt dir die Angst vor dem Tod. Nimmt dir die Angst vor Krankheit. Nimmt dir jegliche Angst, die du vielleicht sonst noch trägst. Lass es geschehen. Es geschieht zu deinem allerhöchsten Wohle. Die Energien gleichen dein System aus und bringen dich vollkommen in die Mitte. Die Mondgöttin legt schützend ihre Hand über dich und du spürst diese Energie und du spürst auch eine Leichtigkeit, die Leichtigkeit der Sicherheit und Freude. Sie hüllt dich ein und gleicht dich aus. Das Gefühl
dass alles gut ist, fließt jetzt ein und Vertrauen ist die Energie, welche dir jetzt überbracht wird. Und dieses Vertrauen darfst du mitnehmen, denn dieses Vertrauen macht dich stark, macht dich besonders stark und schützt dich auf allen deinen Wegen, welche du noch gehen wirst. Und so bedanke dich bei der Mondgöttin, bei dem blauen Mond, dafür, dass du diese Energien heute erhalten durftest und dass du sie auch weiterhin nutzen darfst. Und ich danke auch, dass ich dies für dich tun durfte. Es war wunderschön. Ich habe die Mondgöttin gesehen. Sie hatte so ein blaues Kleid, wallendes Kleid, so mit Schleier hatte sie an, so mehrere so Chiffonschichten übereinander in hellblau, mittelblau, dunkelblau, so. Hey, toll, so schön. So ein schönes Bild. Und ich habe von ihr hier auf der Stirne so eine Mondsichel bekommen. Vielleicht habt ihr sie auch bekommen. Sie steht für die komplette Verbindung, für die, anders ausgesagt, für die innigste Verbindung zum Mond mit all seiner Kraft und Liebe. Der Mond ist ja auch für die Weiblichkeit ganz wichtig, also für die Gefühle und die Kreativität, für die Intuition. Und ja, all das wurde übertragen. Es wird ja auch viel Energie noch zwischen den Worten übertragen, diese Energien, die man gar nicht aussprechen kann. Und das habt ihr also auch noch bekommen. Und ich denke, das ist für jeden etwas Besonderes, für jeden eine spezielle, tolle Energieerfahrung. Und es dürfte alles mitnehmen. Aber es war so schön. Es war so schön. Ah ja, und ja, ich denke, dass diese Meditation ganz viel helfen kann. Und ich weiß ja, dass es einigen von euch auch gerade jetzt in der Zeit gar nicht so gut geht. Alle spielen verrückt draußen. Und ihr könnt euch einfach ausklinken aus dieser verrückten Zeit, indem ihr euch mit dieser Meditation mit dem Mond verbindet. Ich habe euch ganz lieb. Und ich wünsche mir, dass es euch gut geht, dass es euch ganz viel hilft, was ich jetzt gechannelt habe. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Ein Küsschen für euch. Bis dann. Tschüss.